Hi, ich bin Evi von Chili Pava und das hier ist meine Hündin Mia. Und in der heutigen Episode geht es um die Pfotenpflege und warum die überhaupt so wichtig ist. Aber erstmal direkt zur Pfote an sich. Ja, eine Pfote von einem Hund ist super feinfühlig, empfindlich, aber gleichzeitig auch sehr robust und widerstandsfähig, wenn sie natürlich gut gepflegt ist oder gepflegt sind und gesund sind. Die Hunde können über ihre Pfoten Vibration feststellen. Sie spüren die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. Sie spüren die unterschiedlichen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wärme. Ne? Also dieses komplette Programm, das komplette Paket können sie über ihre Pfoten feststellen. Gleichzeitig sind sie aber natürlich auch wiederum recht robust, weil die Hunde laufen natürlich darauf den ganzen Tag. Sie sind also auch sehr widerstandsfähig, geben dem Hund Grip und Halt. Und was aber sehr, sehr wichtig ist, also was noch hinzukommt, sie haben nur an den Pfoten Schweißdrüsen. Ja, und diese dienen unter anderem auch zur Kommunikation quasi für ihre Artgenossen. Worauf ihr aber nun bei der Pfotenpflege achten solltet, ich habe euch ganze 4 Hinweise zusammengetragen und die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. So, im ersten Step ist auf jeden Fall die Krallenlänge ein ganz wichtiges Thema. Denn sind die Krallen zu lang? Ja, braucht man auf jeden Fall das richtige Werkzeug, um die Krallen entsprechend kürzen zu können. Aber hier ein ganz wichtiger Hinweis, solltet ihr euch nicht sicher sein, wie viel ihr von der Kralle abschneiden könnt, empfehle ich persönlich immer, direkt einen Tierarzt aufzusuchen. Der schaut sich das an und kürzt dann einfach für euch die Krallen auf die richtige Länge. Aber warum ist es denn jetzt überhaupt so wichtig, auf die Krallenlänge zu achten? Ich habe auf jeden Fall 2 Hunde, die wirklich einen guten Krallenwachstum haben. Und da muss ich tatsächlich regelmäßig ran und die Krallen entsprechend kürzen. Denn wenn die Krallen quasi auf dem Boden aufsetzen, drückt sich die Pfote quasi so ein Stückchen nach oben. Ja, also die Pfote kann quasi gar nicht mehr richtig abrollen. Das kann zu Fehlhaltungen kommen, auch Schmerzen quasi mit sich bringen, und das ist natürlich super unangenehm, und daher sollte eigentlich immer darauf geachtet werden, dass die Krallen eine vernünftige Länge haben, sodass der Hund nicht darin behindert ist, vernünftig laufen zu können. Und warum eine vernünftige Krallenlänge noch wichtig ist, denn wenn die Krallen zu lang sind, können die ziemlich fies brechen und einreißen und auch wirklich zu sehr unangenehmen Verletzungen führen, und dann ist definitiv ein Tierarztbesuch drin, und das muss man natürlich nicht riskieren und den Stress seinem Vierbeiner antun. Genau, also immer schön darauf achten, dass die Krallenlänge vernünftig ist und der Hund da keine Einschränkungen hat beim Laufen. So, als zweiter wichtiger Hinweis ist auf jeden Fall zu erwähnen, die Felllänge um die Pfote drumherum, aber auch in den Zwischenräumen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier bei Miechen sieht. Die hat hier ziemlich langes Fell. Ziemlich langes Fell zwischen den Pfötchen. Jetzt hat es gerade gekillert. Und da muss ich tatsächlich regelmäßig ran und ihr das Fellchen stützen, denn sie rutscht sonst einfach zu schnell auf glatten Böden aus. Und das kann ziemlich gefährlich werden, wenn die sich da irgendwie vertreten. Dann kann sich ganz schnell irgendwas gezerrt werden. Und das muss man natürlich auch nicht haben. Daher ist es hier sehr, sehr wichtig, bei den Hunden, die sehr viel Fell zwischen den Pfötchen haben, dass man auch hier auf eine vernünftige Länge achtet. Denn auch zu langes Fell drückt. Ja, sie können auch nicht richtig laufen, die Hunde, abgesehen jetzt davon, dass der Grip einfach nicht richtig gegeben ist. Und da kann sich natürlich auch unnötig viel Schmutz in den Pfötchen sammeln. Und das belastet natürlich auch. Genauso auch im Winter. Wenn hier das Fell einfach zu lang ist, auch über den Pfoten, hat man ganz schnell, dass sich überall diese Eis- und Schneeklümpchen sammeln. Und das ist natürlich auch wieder super unangenehm. Der Hund kann wieder nicht vernünftig laufen. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass auch hier um die Pfote drumherum auch die Zwischenräume entsprechend kurz gehalten werden. Nur so viel quasi dagelassen wird, dass die Pfote an sich von äußeren Einflüssen quasi geschützt wird. Aber eben nicht so viel Fell da ist, dass der Hund, beim Laufen quasi eingeschränkt wird. Genau. So, der dritte wichtige Hinweis ist natürlich überhaupt allgemein, die Pfötchen regelmäßig zu überprüfen auf versteckte Parasiten. Ist die Pfote vielleicht eingerissen? Ja, hat sich dein Hund vielleicht auf der Gassi-Runde irgendwo verletzt, irgendwo doof draufgetreten und hat dann kleine Verletzungen, kleine rissige Stellen?
Hat da sich vielleicht auch irgendwas eingetreten, dass man einfach hier immer mal wieder auch die Pfötchen kontrolliert, dass ihnen quasi Verletzungen nicht unentdeckt bleiben, denn das kann natürlich dann auch wieder zu doofen Entzündungen und Erkrankungen führen. Und auch hier wäre dann der Tierarzt wieder garantiert. Daher macht es absolut Sinn, regelmäßig die Pfötchen zu kontrollieren, ob die quasi ja nach wie vor fit sind. Genau. Der vierte und letzte Hinweis, da dreht sich alles komplett um die Witterung. Ja, es gibt natürlich der Sommer, der super heiß ist. Hier muss man zum Beispiel einmal super aufpassen, wenn man mit seinem Hund Gassi geht, gerade auf Gehwegen, asphaltierten Wegen, Straßen, dass die Hunde sich quasi hier nicht die Pfötchen verbrennen. Man darf das wirklich nicht unterschätzen. Die Straßenbelege wären extrem heiß bei sehr warmen Tagen. Und da wirklich Acht geben, dass man vielleicht Wege wählt, wo die Hunde sich eben nicht unnötig die ja, empfindlichen Pfötchen verbrennen können. Die haben dann wirklich fiese Brandblasen und lauf mal auf Brandblasen. Das will man sich gar nicht vorstellen. Und das sollte man natürlich dann auch möglichst vermeiden, dass deine Fellnase quasi an zu heißen Tagen, an zu warmen Tagen nicht unbedingt über asphaltierte Wege geht. Und andersrum, genau das gleiche Spiel, nur eben an rauen Tagen, an der Winterzeit. Genauso geht es auch hier unseren Fellnasen mit ihren Pfötchen wie uns Menschen. Wir cremen uns ein, wir haben einen, einen Pflege-Lippenstift, ja, dass quasi unsere Haut nicht austrocknet, nicht aufspringt, nicht spröde wird. Und genau das gleiche gilt eben auch für die empfindlichen Pfötchen unserer Hunde. Denn die nehmen natürlich die komplette Kälte, den ganzen Schmutz, Eis, die nehmen alles mit und das müssen die Pfötchen alles aushalten. Und da ist es eben auch nochmal, ja, insbesondere hervorzuheben, dass wir wirklich darauf achten, auch in den kalten Jahreszeiten, ja, die Pfötchen unserer Hunde zu pflegen, regelmäßig zu überprüfen und auch gerade was das Thema Streugut anbelangt, die ganzen Salze, die dann gestreut werden, ja, damit man quasi in der kalten Jahreszeit nicht ausrutscht. Auch das geht alles extrem auf die Pfötchen von unseren Hunden und daher ist es super, super wichtig, die Pfoten nach der Gassi-Runde zu kontrollieren, ob die irgendwie spröde sind, ob irgendwas eingerissen ist und vor allem super wichtig, dass die Pfötchen nach dem Gassigang auch gereinigt werden. Und dafür gibt es natürlich super milde Shampoos, ja, wonach man dann quasi nach der Gassi-Runde die Pfötchen dann einmal ganz sanft und entspannt reinigen kann. Aber genauso auch, was super wichtig ist, quasi ein Pfötchenbalsam zu Hause zu haben, um einfach hier dann auch die Pfötchen regelmäßig einzucremen, damit die eben nicht spröde, rissig werden und dass sie quasi auch bestmöglich durch die kalte und raue Jahreszeit durchkommen.